Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Wir zocken weiter Valheim. Ich habe ja leider letztes Mal nur eine kurze Session gehabt, deswegen dachte ich mir, am nächsten Tag, also heute ist der nächste Tag, ich nehme direkt nochmal auf. Weil ich habe ja auch tatsächlich jetzt, dadurch, dass ich eine Weile nicht zocken konnte, einen wirklich großen Bedarf, ein bisschen weiter zu spielen und unser Projekt hier voranzubringen. Ja, deswegen herzlich willkommen, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, was wir dieses Mal machen werden. Ich hoffe ja, dass wir endlich mal den Wolf finden, den Zwei-Sterne-Wolf. Da brauchen wir ja Gott sei Dank doch nur einen, wie ich festgestellt habe. Irgendwie ruckelt das gerade, warum? Ja, jetzt kommt natürlich das hier. Ja, es geht aber. Ich schaue mal kurz nach oben und will mal kurz den Balkon ansehen, den wir gebaut haben. Um den nochmal auf mich wirken zu lassen. Ja. Oh, da oben liegt was. Kann ich da dran jumpen? Ja. Holz lag da oben. Ja, dass wir mit den Dächern irgendwie... Da liegt auch nochmal Holz. Na komm. Na also, sehr gut. Wie sieht das eigentlich von hier aus? Ist eigentlich okay, ne? Ich wollte das auch mal eigentlich von unten sehen, aber... ich guck mal kurz, wie spät es ist. Wo ist der Mond? Ich sehe ihn nicht. Weil dann kann ich nämlich sehen, ob es sich lohnt, nochmal loszuziehen wegen des Wolfes. Wegen der Wölfe. Keine Ahnung. Ich sehe es aber gerade nicht. Aber gut. Dann sei es, dann soll es auch eigentlich egal sein. Aber was wir auf jeden Fall noch machen. Immer weg, ne? Ich fast für mich schon wieder beim Reden, weil ich so viel Cream getrunken habe. Edelholz. Das machen wir, würde ich sagen. Wir bereiten uns gut vor. Und begeben uns in die Ebenen des Todes. Und dafür esse ich mal alles. So. Stimmt, wir haben letztes Mal ordentlich gekocht, ne? Sehr gut. Unsere Essenskiste ist prall gefüllt. So will ich das sehen. Ich würde sagen, dort, wo die Felder sind, da ist ja auch direkt eine Ebene nebenan. Ich repariere nochmal alles und ruhe mich nochmal aus. Gemütlich 5. Ich bleibe hier mal kurz stehen, damit der Timer sich resettet. Obwohl, glaube ich, 12 Minuten Standard sind, ne? Ich warte trotzdem nochmal. Oben sieht man es ausgeruht. 12, so. Und auf geht's. Wir haben Pfeile aufgefüllt. Wir haben eigentlich alles da, was wir brauchen. So, lasst uns ein wenig Edelholz sammeln. In der Ebene gibt es ja mehr als genug Birkenwälder, wo wir... Ach so. Ja, das Mehl. Ja, das ist auch schon alles wieder reif, ne, oder? Gesund. Nö, die sind noch nicht fertig. Okay. Da zum Beispiel. Direkt Birken vor Ort. Dieser Lox ist allerdings ein bisschen im Weg. Um den muss ich mich also zuerst kümmern. Wenn ich hier bin und hier rüber baller, dann kann der mir ja eigentlich nichts, oder? Headshot. Tatsächlich kann er mir nichts. Ja, der kann mir gar nichts. Ich höre hier auch wieder Goblins scheckig lachen. Ich sehe sie aber nicht. Dreist, diese Lache von denen. Halt, lauf nicht weg. Komm zurück. Vielleicht Angst vor den Goblins.
So, schön da bleiben. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Das heißt, ich laufe hier mal wieder hinüber. So. Oh, Ausdauer natürlich. Jetzt waren wir so gut ausgeruht, ist es schon wieder 10 Minuten, sind schon wieder runter. Also auf 10 Minuten runter ist es. Uch, der war daneben. In den Kopf. Ändert sowieso nichts, ne? Ist völlig egal, wo ich den treffe. So Kopfschüsse gibt es in diesem Spiel, glaube ich nicht. Wäre mir neu. Nein, nicht weglaufen. So. Und noch ein. Und das Gift sollte den Rest erledigen. Sehr gut. Dann gib mal her dein Stuff. So. Alles aufsammeln. Hier liegt auch noch irgendwas rum. Holz. Okay. Das schmeiße ich auch mal alles hier direkt rüber. Damit das nicht unser Inventar zumüllt. Und ich würde sagen, Moment. So, Entschuldigung. Wir machen uns hier frisch ans Werk. Aha, da ist er doch. Da sind sie doch sogar. Ciao. Ja, da ist er. Gut. Her mit deinem Stuff. Können wir uns wieder nicht teleportieren, ne? Wegen dieses Schwarzmetalls. Aber so sei es. Gut. Dann machen wir uns mal an die Holzarbeiten. Überlege gerade, ob ich kurz zum Altar gehe. Ach, kann ich ja gar nicht. Wir haben ja gar nicht die Bosse besiegt hier. Huch. Da kommen noch mehr. Wahrscheinlich, weil es Nacht ist, ne? Erhöht sich die Spawnrate, glaube ich. Oh, der hat einen Stern. Vorsichtig, bloß vorsichtig. Was ist denn das da für eine Schildanzeige? Ist das neu? Zwei haben sogar einen Stern. Na los, kommt her. Traut euch. Und noch ein. Zack. So. Sehr gut. Die droppen dann natürlich auch das Doppelte, wenn die einen Stern haben. Und das Vierfache sogar, wenn sie zwei haben. Aber ich glaube, es wird Tag. Zumindest hoffe ich das. Ich habe mich ein wenig verirrt. Oh, ich sehe hier gar nichts in dem Nebel. Hier ist unser Feld. Gut, dann hacke ich hier auch weiter. Da hat schon wieder was gelacht, ne? Oh, na komm schon. Die immer wegfliegen. Das nervt mich ein bisschen, weil ich dann immer hinterherlaufen muss. Gut, kann ich hier jetzt endlich Holz hacken? Das wäre sehr nett. Na, endlich ist es Tag. Ach so. So. Sehr gut. Schon wieder kein Zuschauer dabei. Seltsam. Ist allerdings halt auch wieder Ostern, ne? Also, wir haben heute den Ostermontag. Ja, hattet ihr denn schöne Ostern gehabt? Bei uns war es sehr entspannt. Wollten eigentlich zu einem Osterfeuer gehen. In der Nähe meiner, also bei meiner Mutter in der Nähe. Wollten wir die eigentlich besuchen. Und dann hat sie Corona bekommen. Also alles gut, milder Verlauf und so, aber bevor wir uns da anstecken, ich bin nämlich bisher verschont geblieben von diesem verdammten Virus.
Und dann dachten wir, das muss ja nicht sein. Interessanterweise, meine Freundin hat es gekriegt. Wir haben uns schon gedacht, eigentlich, ich werde es auch mit hundertprozentiger Sicherheit kriegen. Aber nichts. Keine Ahnung. Haben wir uns sehr gewundert, wenn das doch so eine ansteckende Krankheit ist. Aber naja, beschwere ich mich nicht. Früher oder später werde ich wahrscheinlich sowieso durch müssen, ne? Muss ja jeder von uns. Wahrscheinlich. Huch. Was war da gerade für ein Leck? Hat nicht gespeichert. Trotzdem geleckt. Seltsam. So. Wie viel haben wir bisher? Ja, ist ja noch gar nichts. Ja, die geben halt auch immer normales Holz, ne? Schade, dass sie nicht nur Edelholz geben. Das wär sehr nett. Das war auch neu. Dieses Geräusch. Das habe ich noch nie gehört. Wenn das ins Wasser kracht. Das will ich nochmal hören. Moment. Ich lasse das dann nochmal reinrollen. Okay. Cool. Wir müssen kurz dort unser bereits Gesammeltes ablegen. Ah, die sind fertig, glaube ich. Haben dann so ein rosa, so eine rosa Blüte. Ich schmeiße hier einfach alles hin. Und hacke direkt weiter. Möglichst viel Edelholz sammeln. Das brauchen wir nämlich auch, wenn wir unseren Schlafsaal aufbauen. Ne? Da durch diese ganzen Möbel, die wir bauen können, die brauchen, glaube ich, so gut wie alle Edelholz. Oder die meisten. So. Finde ich irgendwie cool mit dieser Wasseranimation. Ey, dass das Spiel jetzt schon so weit ist und so hammer spielbar, obwohl es noch lange nicht fertig ist, ne? Wie wird denn das Spiel erst sein, wenn es fertig ist, bitte? Was wird denn das für ein hammer geiles Game sein? Wenn es jetzt schon so cool ist. So, hier nochmal. Das hat gerade richtig Diablo-Vibes, diese Musik. Mit dieser Melancholie. Mit diesen bedrohlichen Untertönen. Oder? So. So, Entschuldigung, da muss ich mich kurz räuspern. Ich würde sagen, ich mache den ganzen Wald hier weg, oder? Dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Edelholz. Weil das werden wir ja auch in Zukunft vielleicht nochmal für das eine oder andere brauchen. Mit Sicherheit. Oh, ich freue mich auch schon darauf, dass wir endlich unseren Schlafsaal einrichten können und dann nicht mehr in diesem ollen Strohbett pennen müssen, sondern schön da oben unseren dicken Spot haben. Dann werden wir auch deutlich länger gut ausgeruht sein. Freue ich mich jetzt schon drauf. Halt. So, wie viel haben wir? Ja, so allmählich sollten wir schon auf jeden Fall locker zwei Stacks voll haben. Aber ich glaube, ich mache tatsächlich den kompletten Wald hier weg. Dann hat man auch tatsächlich eine bessere Aussicht, ne? Von unserem Feld aus sieht das alles hier ein bisschen übersichtlicher aus. Nein, bleib hier! So. Mann, wir laden echt schnell Ausdauer auf. Wenn wir gut ausgeruht sind, sind wir nur noch eine halbe Minute. Oh nein! Macht das meine Ernte kaputt? Ja, ne?
So. Dann. Gott sei Dank sind wir nicht nass geworden. Ja, wenn ich hier jetzt mit der Axt haue, mache ich doch meinen Weizen kaputt, ne? Ja. Na gut. Ich trage zu viel, so sei es. Dann schmeiße ich hier wieder alles hin. Gott sei Dank sind wir unweit von unserem Portal hier gerade weg. So. Federn? Warum habe ich denn Federn aufgesammelt? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Habe ich einen Vogel getötet? Nee. So, das kann jetzt ein bisschen länger dauern, weil wir nicht mehr gut ausgeruht sind. Was will er denn? Ciao. So. Boah, den lasse ich stehen, weil der so riesig ist. Finde ich, sieht irgendwie cool aus. So. Vorsicht. Der steht unter Naturschutz. Ich roll dich mal hier so nach oben. Ah. Platt gemacht von dem Baum. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ups. So, hätten wir dich auch. Der bleibt stehen. Da mache ich die beiden und den dann noch weg. Ich glaube, das sollte dann erst einmal reichen. Ah, da ist ein Vogel. Aber Federn habe ich eigentlich genug. Schade. Ich dachte, der Baum fällt auf den Vogel drauf. Ich frage mich, ob das geht. So. Und so. Und zack. Den erwische ich so nicht. Ich muss mal hier so hin. So geht's. Ja, den da mache ich noch mit weg. Und dann sollte es das erstmal gewesen sein. Ne? Und hier stehen noch mehr als genug Birken. Also falls wir wieder Edelholz brauchen, können wir direkt hier wieder her. Das freut mich. Nein, nicht in die Kuhle fallen. Sehr gut, dran vorbeigerollt. Huch. So. Top. Dann, Moment, Ausdauer aufladen. Sonst fallen wir da runter. Sehr gut. Die Gerste hier ist reif, deswegen ernte ich die mal und schmeiße die in die Mühle, damit die weiterarbeiten kann. So, hier ist noch was. Alles, was reif geworden ist. So. Gutes altes Getreide. Ich glaube, das reicht, ne? Für die Mühle. Trink nochmal einen Schluck. So. Kriege ich alles in einer Fuhre mit? Das da sowieso nicht, aber. Alles andere nehme ich mal auf und hoffe, dass es in mein Inventar passt. Kein Platz im Inventar. Tja. Dann muss ich theoretisch so oder so mullen. Ich schmeiß mal das hier hin. Nehme dafür lieber das Holz mit.
Federn, Lochsfleisch, Birkensamen. Ja gut, was soll's. Gehen wir hindurch, schauen wir mal nach. So, hinunter. Huch. Ah, jetzt hat er gespeichert. Da laggt er nach wie vor. Aber ich glaube, das hat ja auch wenig mit der Grafikkarte zu tun, ne? Glaube ich. Nach meinem Verständnis als Spieleentwickler. Eigentlich sollte ich sowas ja wissen. So, alles aufsammeln. Edelholz und Holz. Da. Ja, ja. Ich glaube, das sollte erstmal ausreichen, damit wir uns ein angemessenes Interieur bauen können. Das ist Gold, das ist Fell, das ist Getreide, das ist Harz. Zack. Fell. Hier rein. Und Gold kommt hier rein. Und Korn kommt hier oben rein. So. Sehr gut. Edelholz. Ich gehe nochmal kurz rüber und hole den anderen Stuff. Genauso müssen wir mullen. Und da werde ich dann auch direkt mal kurz nach Raulonia zurückgehen. Unser gutes altes Raulonia. Weil da wollte ich nämlich auch noch was machen. Und das ist eigentlich jetzt gerade genau der richtige Moment für. Wir müssen nämlich noch ein Portal umbauen. Damit wir einfacher hin und her reisen können. Also nicht in unserer jetzigen Welt, sondern in unserer ehemaligen. Zeige ich euch gleich.